Das bin ich, David. Ich bin Naturfilmer und Ökologe. In den Wäldern Südthüringens bin ich auf dem Weg zu den Kleichbergen. Diese sind nicht nur landschaftlich sehenswert, sondern weisen auch eine beeindruckende Geschichte auf. Mehr als 1000 Jahre vor Christus gab es hier bereits eine erste Besiedlung. Manchmal war ich von dem Gedanken richtig beeindruckt, dass vielleicht an genau der gleichen Stelle wie ich gerade bereits vor 3000 Jahren andere Menschen standen und auf die Landschaft geblickt haben. Vom großen Kleichberg genieße ich den Sonnenuntergang. Der Himmel scheint zu brennen, doch noch ein anderes Lichtphänomen wartet auf mich. Rund um den Johannistag am 24. Juni beginnt an den Waldrändern kurz nach Sonnenuntergang ein kleines Spektakel. Überall beginnen Glühwürmchen mit ihrem leuchtenden Tanz. Auf der Suche nach Weibchen zeichnen die Männchen ihre Wege in die Nacht. In unseren Breiten sind die Männchen des kleinen Leuchtkäfers die einzigen nachtaktiven Tiere, die fliegen und gleichzeitig auch leuchten können. Und das Erzeugen von Licht durch Lebewesen wird als Biolumineszenz bezeichnet. Das Leuchten der fliegenden Männchen soll wiederum die flugunfähigen Weibchen zum Leuchten stimulieren. Haben die Männchen aufgrund des Lichtes nun ein Weibchen entdeckt, fliegen sie senkrecht zu diesem herunter. Bei der Paarung verbinden die Käfer ihre beiden Hinterteile miteinander. Ganze 3 Jahre dauert es, bis Glühwürmchen das Entwicklungsstadium als Larve verlassen. Nach einer Woche im Puppenstadium beginnt anschließend die Zeit, in welcher sie leuchten. In dieser kurzen Periode nehmen sie keine Nahrung mehr zu sich und sterben kurz nach der Paarung. Auf der Suche nach einer Partnerin ist dieses Männchen einer Kürbisspinne ins Netz gegangen. Emsig beginnt sie mit dem Einspinnen. Doch eine kleine Unachtsamkeit? Und das Nachtmahl ist vom Netz gefallen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, kannst du meine Arbeit mit einem Abo oder einer Spende per PayPal unterstützen. Mehr dazu erfährst du in der Videobeschreibung. Bis bald!